Okay, einmal rüber. Dann schauen wir mal. Rum, pum, 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 pum. So, verkauft er was? Ich meine, wir sind jetzt natürlich die falsche Fraktion. Kann natürlich sein, dass wir Probleme kriegen bei allen. Hey, William. Oh, warte mal. Ich will den Eispalast angreifen und ich könnte Unterstützung gebrauchen. Ha! Wer auf so eine verrückte Idee kommt, dem ist nicht mehr zu helfen. Hör zu, wir müssen... Vergiss das. Ich werde meine Haut doch nicht auf irgendeinem Schlachtfeld in der Eiswüste aufs Spiel setzen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es sonst noch jemand tun wird. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Von mir aus macht doch, was ihr wollt. Auf mich braucht ihr nicht zu warten. Ende der Ansage. Der feige William. Hätte man Nasty mitnehmen sollen, hätte ich noch was gesagt vielleicht. So, warte mal, wo war... So mal... Hä? Habe ich das alles damals, alles habe ich alles liegen lassen? Das kann nicht sein. Das ist einfach unmöglich. So, wo geht's denn hier lang? Ich wollte eigentlich zu Red, aber ich muss gerade mal finden, wo der ist. So, hier waren die Brüder, die Lustigen, die da gewohnt haben. So, hallo mein Freund. Zeig mir deine Ware. Na gut. Bitte, bitte, bitte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, scheiße, 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 scheiße. Mad Bob vielleicht? Ewiges Hin- und Herlaufen. Ja, egal, wir müssen es probieren. Ich hoffe. Wir brauchen Munition. Und jetzt, wenn wir gegen die alle kämpfen wollen, brauchen wir eigentlich jede Munition, die wir kriegen können. Vielleicht hätte ich mich nicht nur auf den Flammenwerfer verlassen sollen. Der macht es natürlich auch relativ einfach, klar. Okay, der verkauft gar nichts. Shit. Andererseits müsste ich auch mal wieder hochleveln, ne? Wir haben ja zwischendurch ein paar Level-Ups gehabt. Ich habe die extra ignoriert. Ne, nicht wundern. 81 Attributspunkte. Geil. Mal gucken, wie lange die halten. Aber ich muss dann nochmal gucken, was ich levele. Ich habe mir da ja Sachen aufgeschrieben. Das heißt, ich mache gleich nochmal Aufnahmepause, weil mein Hals langsam auch wieder so ein bisschen... Ihr merkt das schon die ganze Zeit. Versuche die ganze Zeit auch Husten zu unterdrücken. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber da mache ich mir gleich erstmal einen Tee und mache das Fenster zu, denn es wird draußen wieder kalt. Sehr, sehr kalt. Ach so, falls es schon soweit ist oder vielleicht schon später, ne? Frohes Neues! Frohes neues Jahr! Juhu! Oh. So. Zu einfach. Naja, geht so, ne? 3 Zigarettenschachteln, das ist nicht viel. Ich klaue nicht, ich leih mir das mal. Das war wichtig, diese Dose. Unser Bruder hat uns zum Glück auch eine gut erhaltene Konservendose hinterlassen, der liebe Kallax. Gott sei Dank. Was würden wir ohne ihn tun? Wer... Hank... Beim Lagermeister waren wir schon. Barkeeper waren wir schon. Wir sind gerade hier. Gucken wir mal kurz bei Hank. Das war der Barmann. Ah, okay. Der wird uns wahrscheinlich keine Munition verkaufen, ne? Ich würde das so gern ausräumen hier. Der wird uns keine Munition verkaufen, nehme ich an. Hey, Hanky Boy. Zeig mir deine Ware. Okay. Lebenssaft, blutiger Burger. Ja. Da ist nichts für uns dabei, leider. Schade. Ja, easy. Gönnt euch. Achso, wieso gucke ich bei Lehrern? Doc. Gemischt war. Vielleicht der?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, aber ich muss halt alle Optionen nehmen. Ansonsten gucke ich bei den Klerikern und ich müsste bei den Berserkern gucken. Und ich müsste mir eigentlich aufschreiben, wer das Zeug verkauft. Wer uns ein bisschen Benzin verkauft immer und dann so intervallmäßig hingehen. Ob man schlafen kann und dann restocken die? Das wäre nice. Das wäre fast ein unendlicher Vorrat, je nachdem wie viel Geld man hat. Ach, hier. Ja, hier waren wir schon mal. Ganz zu Anfang, danach nie wieder. Das Händlergässchen. Ja, ich erinnere mich daran. So, hallo, Gemischwarenhändler. Zeig mal. Zeig mir deine Ware. Alles klar. So, Schnabel, Stauch, Pipapo. Plasmazelle, Geschosssplitterrakete. Es ist betrübend. Es ist einfach, weißt du was, Plasmazellen nehme ich auch mal mit. Es ist einfach betrübend. Betrüblich, betrüblich. Naja, dann gehe ich nochmal zu den Klerikern. Ich hoffe, die haben was am Start. Weil wenn nicht, ich brauche meinen Stuff. Ich brauche meinen Stuff. Ich brauche Stuff für einen Flammenwerfer. Verkauft ihr uns was? Nee, das ist nur Gequatsche. Dann gehen wir erstmal ganz kurz... Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Ja. Gehen wir erstmal zu ihm. So. Und dann gucken wir mal. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Cool. Hast du vielleicht wieder nachgeliefert? Bitte. Brennstoff, ja! Ich kaufe mal alles an... Weißt du, was ich da immer alles an Munition kaufen soll, was ich kriegen kann? Der hat zum Glück nicht wenig, aber langsam geht uns die Kohle aus. Deswegen würde ich mal ganz kurz eben unsere Legatenrüstung verkaufen. Und vielleicht noch einen Ring des Schutzes. So ein paar easy Sachen. Und vielleicht finden wir doch noch Zigaretten. Ich kann auch die ganzen Sachen hier alle verkaufen, ne? Aber die, ja. Eintopf, Schnappes, Suppe, Entschuldigung. Die Konservendosen, Gesundheit, die werde ich nie benutzen, ne? Können wir eigentlich auch verkaufen. Elixtrank, da, Seelenkraut, pipapo. La Cucaracha, Hirnkleber, alles Billo-Preise hier. Alles Billo-Preise. Auge des Zyklopen. Trollherz, widerlich und wertvoll. Man muss lebensmüde sein, um seinen Besitzer zu entreißen. Nun. Dunkles Leder, selten und kostbar. Innereien. Hornplatte, Elektroschrott, Goldbrocken. Okay, warte. So, goldener Kelch. Kann weg, die Schatullen habe ich auch weg. Spielzeugautos. Geldbündel behalte ich, aus irgendeinem Grund. Wobei, das wären 4000, ne? Spielzeug-Dino, Spielzeug-Autos. Auf jeden Fall die Zigaretten. Sind auch nochmal 2000. Ja, langsam mal wieder müssen wir's. Weißt du was, ich verkaufe die Geldbündel. Wupp, haben wir 10.000. Prima, dankeschön. Prima, prima. Zum Glück sammeln wir. Zum Glück sammeln wir fleißig. So. Ansonsten. Ich würde es halt nochmal bei den Berserkern... Nein, bei den Berserkern probieren. Aber ich weiß nicht, ob mir da überhaupt jemand irgendwas verkauft. Mal schauen. Mal schauen. Verdammte Technik. Sie wird dir noch deinen prächtigen Pöter retten, diese verdammte Technik. Wir kommen da hin. Pop. So. Denn. So, Heik Haldrim. Huch, wegen Orik. Ja, genau, wegen Orik. Ja, genau. Wegen Orik. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist?
Nein. Das ist schade. Aber wie gesagt, die Deutung des Mana-Feldes ist keine sehr exakte Kunst. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Danke, dass du es wenigstens versucht hast. Klar. Ich weiß gar nicht mehr, das war... gib mir Mana für reines Elex. Erstmal hier. Zeig mir deine Ware. Sicher. Prima. Der hat... Hab ich mir gedacht, dass er nur das dabei hat. Alles klar. Muss mir ja nicht gefallen. Nee, muss auch nicht. Ich hatte meine Gründe. Das verstehst du nur nicht. Frauenzimmer. Hauptsache, sie hört das nicht. Die kann mich mit einem Finger verprügeln. So. Ich habe nur große Schnauze, wenn sie es nicht hört. So, also alles wie immer. Alles wie gehabt. So, Gut. Der hier oben verkauft mir nichts mehr, ne? Scheiße. Buchsetzerin, ne? War hier nicht noch eine Händlerin? War die nicht hier? Ich hoffe, nicht Wein nehmen. Ich will was kaufen. Auf ehrliche Art und Weise. Mann! Sinda. So, Sachen im Angebot, die nichts kosten. Nee, ich mach hier. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Ja, sehr gerne. Es wird langsam knapp, weil ich nichts zum Schießen hab. In der Kneipe muss ich nichts kaufen. Sowas hätte ich auch gerne. Ja, das glaube ich. Der Cormac verkauft nichts? Vielleicht der Rüstschmied? Ja, der Rüstschmied, komm. Ja, warum gucke ich da denn nicht? Aber die werden... Vielleicht haben die nichts in der Richtung, weil die hier natürlich Technik und sowas verschmähen. Vielleicht haben die sowas gar nicht. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, die haben sowas natürlich gar nicht. Hätte ich dran denken sollen. Klar. Die Berserker verschmähen Technik. Ergo natürlich auch keine Munition, also was am Start. Oder vielleicht hier, aber... Handwerkslehrer. Nee, er war der Kneipier, der Oran, der verkauft uns nichts. Bei ihr waren wir gerade. Bei ihm waren wir gerade, bei ihr waren wir gerade. Er verkauft uns nichts. Er wird der Letzte, der Alrik wird der Letzte, der übrig ist. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass die Berserker Munition haben. Das würde halt entgegen ihrer Gesetze sprechen. Es sei denn, jemand verkauft was unter der Hand. Weil wir sehr vertrauenswürdig sind und ihm vielleicht schon mal den Arsch gerettet haben. Das wäre eventuell eine Option, die ich bereit wäre, gerade noch auszuloten. Und dann als nächstes würde ich mal in der Kuppelstadt gucken. Ob da vielleicht noch irgendwas geht. Schöne Scheiße. Ja, gut gelandet. So, wo ist er denn? Also, ich will handeln. Sicher doch. Der hat natürlich auch nichts. Natürlich nicht. Ach, scheiße. Fuck. Und hier? Wegen der Raritäten. Ja? Nee, komm. Nee. Oh, verdammte Technik. Ja, komm, halt die Klappe. Das interessiert ja keinen. Da nicht, sondern hier so, ne? Huch, da war gerade noch ein Händler.
Das war bestimmt so ein wandernder Händler. Die können wir vielleicht auch noch, aber die muss halt auch erstmal kriegen. Ich laufe gerade die ganze Zeit nur Munition hinterher. Das ist nicht gut. Nicht gut, diese. Weitergehen! Jo, klar, Gregi. Alte Sau. So, ganz kurz. Wir sind doch jetzt auch Kleriker, ne? Jetzt können wir doch hier überall rein und die sind doch jetzt unsere Freunde und jetzt kommen doch bestimmt auch. Die Schätze haben wir schon alle rausgeholt. Ändern also. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ne, glaube ich. Aber ich wollte mal gucken, ob der was dazu sagen hat, dass wir jetzt Kleriker sind. Achso, übrigens. Der Auftrag ist erledigt. Ich habe das Elix überbracht. Gut. Dann heißt es jetzt abwarten, bis unsere mechanischen Wächter ankommen. Ich hoffe, die Frontlinien machen unseren Brüdern keinen Strich durch die Rechnung. Du kannst jedenfalls mit Stolz auf dich hinabblicken. Deine selbstlose Tat spricht für sich. Die Frontlinien? Okay, cool. Ah, komm. Es war das einzig Richtige. Exakt. Wenn nur alle Leute den gleichen Antrieb wie du hätten. Aber die Welt ist voll mit menschlichem Ballast, an dem das Leben verschwendet ist. Ich bin froh, dass ich dich nicht dazu zählen muss. An das Leben verschwendet ist es aber schon hart. Die Gedanken sind rein, Bruder. Klar. Minenarbeiter. Hallo, mein Freund. Ich speichere mal lieber. Wegen der Diebstähle in der Stadt. Hast du etwas herausgefunden? Noch hat niemand das Kopfgeld für sich eingestrichen. Wenn du also etwas weißt, dann gehört es dir. Ich meine, die sind doch schon weg, ne? Aber ich lüge trotzdem. Ist das eine gute Idee? Ich habe gehört, dass sie eine Gruppe Diebe draußen vor den Toren gefunden haben. Ist das so? Wer soll sie gefunden haben? Und was ist mit ihnen passiert? Ein paar Outlaws. Ich kenne sie nicht. Sie sagten nur, dass sie ein paar angefressene Leichen gefunden haben. Eine der Leichen hatte angeblich einen Sack mit Diebesgut dabei. Interessant. Mal sehen, ob die Diebstähle hier in nächster Zeit etwas weniger werden. Danke für den Hinweis. Aber da dein Hinweis nicht zur Ergreifung der Diebe geführt hat, kann ich dir auch nicht das volle Kopfgeld bezahlen. Hiermit wirst du dich zufrieden geben müssen. Ja, das ist okay. Nur noch eine Amtszeit. Oh Gott. Dann kann ich in den Ruhestand. Alles gut. So, wir haben die Krallen trotzdem nicht verpfiffen. Habe ich trotzdem nicht gemacht. Schien mir richtig. Der starrt mich schon eine ganze Weile an. Ist das überhaupt möglich? So, Riley, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, niemand von denen hasst uns allzu sehr. Riley. Nein, Separatistin. Riley. Ach, Riley. Lass uns handeln. Alles klar. Hab ich doch mal geholfen, ne? Und offenbar auch was verkauft. Schatulle, gutes Messer, guter Löffel. Ja, hat nichts dabei. Riley, du hast nur Scheiße dabei. Es tut mir leid. So, Entschuldigung, wenn ich hier gerade, ne, verzweifelt. Da ist ein wandernder Händler, da müssen wir gleich mal hin. Den holen wir uns mal. Aber erstmal. Ne, Entschuldigung, wenn ich hier so verzweifelt versuche, Sachen zu kaufen. Ich will natürlich unbedingt Munition haben, weil wir für den Kampf am Ende halt eine Menge brauchen. Und eigentlich habe ich gedacht, Munition wird nicht das Problem sein. So, wie komme ich denn da rein? Von der anderen Seite? So kann das doch nicht weitergehen. Hey, Fink. Zeig mir deine Ware. Machtstoß, Objektsicht, reines Elex. Alles klar, nein. Der starrt mich schon eine ganze Weile an. Interessant. Nee. Tag, Leute. Ich bin einmal komplett außen rum gelaufen, ne? Hier muss ich rein. Da ist natürlich. Die Scheiße wird zum Beschissenen.
So, Vito. Lass uns handeln. Hat natürlich auch nichts. Alles klar, cool. Niemand hat was. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Ich dachte früher immer, alle verkaufen Brennstoff. Brandstoff, wie auch immer. Ich dachte, alle verkaufen das und jetzt bin ich einfach am Arsch. Scheiße. Ich guck mal, ob ich den wandelnden Händler da kriege. Haben wir noch die Karte? So, mal schauen, ob wir da hinkommen. Ich bin sehr verzweifelt. Ich bin sehr verzweifelt. Ich will eigentlich nur Sachen kaufen. Ich will nur ein bisschen aufstocken. Aber... ja, wir haben so eine geile Waffe und dann so... oh, guck mal da. Oh, ich will ja auch umkloppen. Ich meine, der ist halt schon mal da, ne? Hey. Ohne Wachen? Hallo, Fremde. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Oh, das, alles? Wirklich? Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Na, ich bin da nicht so sicher. Brennstoff 60, geil. Energiezelle, ich kaufe, ne? Also ich kaufe hier alles. Oh, geil, er hat wirklich, ne? Also ich wünsche, dass er mehr, aber... geil. So, wie sieht's aus? 177. Dann würde ich... oh, ich würde so gerne, ne? So ein schöner. Oh, so ein schöner. Achso, das haben wir ja auch noch. Hab ich ganz vergessen. Die Nummer 5 habe ich ganz vergessen. Geil. Okay. Ich würde mal ganz kurz eben kleine Aufnahmepause machen. Nicht allzu lang. Tee trinken. Mich ein bisschen aushusten. Fenster zumachen. Und dann würde ich gerne so 2-3 Sachen auch nochmal gucken. Vielleicht schaue ich auch nochmal, ob ich irgendwo finde, welche NPCs alle Brennstoff verkaufen. Da muss ich nicht dauernd so rumstolpern. Das ist ein bisschen störend und ich hätte es mir vielleicht auch aufschreiben sollen, aber naja. Ne, und dann mal gucken, dann würde ich vielleicht nochmal gucken, welche Waffen wir alles insgesamt haben, dass wir eventuell nicht nur den Flammenwerfer behalten, oder nicht nur mit dem Flammenwerfer arbeiten, sondern vielleicht auch noch mit anderen Waffen. Wäre irgendwie nicht das Schlimmste. So, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, ne, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und bis dahin, ja, haut rein, frohes Neues, lasst euch nicht ärgern, ne? Mögen alle eure Vorsätze soweit in Erfüllung gehen oder sich bewahrheiten oder wie auch immer. Und ich hoffe, 2022, liebe Grüße aus der Vergangenheit, aus 2021, kurz vor Weihnachten, 20.12. Ich hoffe, 2022 wird für uns alle endlich wieder besser. Oh ja, das hoffe ich sehr, oh ja. So, jetzt aber erstmal vielen Dank, ne? Bis, grüß mal Zukunftskronk. Bis gleich, ciao! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex mir doch am Arsch. Na? Da waren wir nicht so lange weg, wie ich dachte. Teechen ist getrunken. Und, aus irgendeinem Grund habe ich gerade noch Brownies gemacht. Ja, weiß ich auch nicht. Die mussten weg, die waren halt noch da. Habe ich einfach, naja, musste eh meinen Hals ein bisschen schonen. Und, ja, in der Zwischenzeit, also vor der Aufnahme, habe ich jetzt auch noch was anderes gemacht. Und zwar, pass auf, ich mache mal Folgendes. Nein, nicht Federvieh. Ja, komm, let's go. Let's go. Gönnen wir uns mal. Die XP nehmen wir noch mit. So. Und sein Herz. Nicht so nah dran, bitte. Trolle halten ordentlich was aus. Denn. Nee. Lass mal stecken. So. Hals immer noch nicht besser, aber egal. Ich wollte trotzdem mal ein bisschen weitermachen. Ja, Zum Glück canceln wir seine Animation. Gott sei Dank.
So, pass auf. Der Grund, warum ich jetzt noch so verschwenderisch war. Mir ist Folgendes passiert. Ich war ja auf der Suche nach Brennstoff für unseren Flammenwerfer. Oh, wie cool das einfach aussieht, ne? Auch mit dem wehenden Ding immer. Und ich bin infolgedessen nochmal zurückgedüst hierher. Kathedrale. So. Und wollte bei dem anderen Typen was kaufen. Bei dem... ich hab vergessen, wie der heißt. Der ist da hinten. Und der verkauft irgendwie... Verdient hat er das nicht. 30 Brennstoff. So. Und dann bin ich... Nee, warte mal. Ich war zuerst bei ihm hier. Und der hatte wieder restockt zum Glück. Da habe ich Schwein gehabt. Pass auf, ich guck mal, ob er jetzt auch wieder restockt hat. Ich guck mal. Hallo, verkaufe noch was? Verkaufe mir etwas aus den... Ich zeige dir. Ja, ja, kennen wir schon alles. So. Er hat wieder restockt. 80 Brennstoff. Let's go. So. Achso, ja, er möchte natürlich abschließen. So. Und dann bin ich zu dem anderen gegangen, hab da 30 geholt. Und dann wollte ich hier nochmal gucken. Und Folgendes ist mir aufgefallen. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Ursprünglich wollte ich nämlich den anderen Scheiß kaufen, so die andere Munition. Und dann ist mir was aufgefallen. Gekauft. Verkauft. So. Gekauft. Verkaufe. Und... Ist das ein Bug oder ist das gewollt? Verkaufe mir etwas aus... Und nur damit ihr, ne, damit ihr nicht denkt, ich bin zu doof zum Kaufen oder so. Warte, hier, guck mal. 565 Munition wieder. Ich... Verkaufe mir etwas aus den... Ich zeige... Ich verstehe das. Oder hat er unendlich in den Lagern und holt immer nur 80 nach oben oder wie ist das gemeint? Weil dann kann ich mir das... Dann kann ich mir das ewige Rumsuchen ja auch einfach sparen. Dann komme ich einfach immer zu ihm und dann hier, gib ihm. So, warte. Verkaufe mir. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht, ne? Ich glaube, unser Problem hat sich somit einfach komplett erledigt. So, pass auf, und jetzt? Haben wir 805 Munition. Ich glaube, unser Problem hat sich damit auch irgendwie erledigt. Dach, Leute. Also, nun, das finde ich sehr angenehm. So, ich gehe erstmal hier zum Schneepass und gehe da von hinten an die beiden daran. Schneepass ist allerdings neu bevölkert, da vorne zumindest. Also, warte. Und unten auch, wie ich sehe, den holen wir uns gleich. Obwohl, nee, wir uns zuerst wieder unten. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, na gut, weil du barfuß bist, ne? Natürlich, weil du barfuß bist. So. Es geht los. Ach so, ich wollte noch... Boah, mit Kaya gehen die Dinger so schnell, ne? Sag mal, Traum. Ich wollte noch was anderes machen. Ich wollte noch die... Ich wollte noch Stats und sowas machen. Nehmen Wiesenkraut. Okay. So. Ich wollte ja noch die Stats ein bisschen aufpöbeln. Muss gleich mal Evernote starten. Und schau mal in meine kleine Elex-Übersicht, die ich mir da geschrieben habe. Okay, nee. Vorsicht! Jetzt ja egal, jetzt brauche ich keine Muni mehr sparen. Jetzt alles egal. So, hallo mein Freund. Ich bin da. Sehr gut. Geil. Boah, sie ist halt auch super, ne? So, das ging relativ flotto. Und da drüben haben wir schon unsere Freunde, wie ich sehe. So, schnell Mund zu Mund Beatmung, Mund zu Schnabel Beatmung. Sind da oben neue? Ich habe kein Fernglas, aber sind das da oben Wächter oder ist das? Doch, die sind positioniert da, ne? Na gut, dann nehmen wir mal zuerst den. Es geht los. Let's go. Ja, oh, das sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht genau, ob das schon unsere erste Truppe ist, die wir holen müssen.